Ja, wie hat Ihnen denn die Cologne Conference in diesem Jahr gefallen? Da bin ich so ein bisschen kalt erwischt. Also ich war beim Eröffnungsfilm Ewige Jugend und da muss ich sagen, das ist einer der schönsten Filme, den ich seit Jahren gesehen habe. Ich war hin und weg und begeistert und dann hat mich leider mein Beruf von Köln entfernt und mache ich nur die Klammer. Ich komme zur Eröffnung und ich komme zur Preisverleihung, was ein bisschen betrüblich ist, weil das wirklich eine tolle Veranstaltung ist hier. Was hat Ihnen an diesem Film so gefallen? Der ist wirklich eigentlich fast ohne Geschichte erzählt. Also es gibt keine Action-Momente, es gibt keine wirklichen dramaturgischen Höhepunkte. Man guckt in die Gesichter und man sieht unglaublich schöne Bilder und man sieht echte Gefühle und ohne Zeitdruck und auch mit Behutsamkeit und Sensibilität erzählt und ohne diesen Druck jetzt ein wahnsinnig spannendes Werk schaffen zu müssen. Und ich fand es toll. Was erwarten Sie sich vom heutigen Abend? Die Preisverleihung steht vor der Tür. Also die Preise bekommen, sind ja alle toll. Und ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird, weil Preisverleihungen haben das ja manchmal so an sich, dass sie sich hinziehen über Ewigkeiten, weil dann jeder noch jedem dankt, was ja auch in Ordnung ist. Und ich hoffe, dass das heute schmissig und für die geehrt werden, auch schön über die Bühne gilt. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke. Ihnen auch. Tschüss.